Hallo, ich bin Simona de Silvestro und ich bin heute hier bei dem sauberen F1-Team an meinem Sitzen machen. Die Sitzprobe in einer Formel 1 ist eigentlich ziemlich interessant. Es fängt eigentlich an in einem Plastiksack im Chassis rein. Und dann wird so ein Schaum eigentlich reingetan. Und dann tut sich das eigentlich am Körper anpassen. So, am Schluss das Endprodukt ist immer, was einem, also fühlt sich wirklich gut an, weil es ist alles für uns gemacht. Und das habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht, so um die 9 Uhr angefangen, bis um 3 Uhr. Es nimmt auch ein bisschen Zeit, aber es ist immer eigentlich eine fun Phase, weil man eigentlich anfängt, sich im Formel 1 Auto wohl zu fühlen. Und ich habe eigentlich mein Programm eigentlich schon angefangen, vor allem auf der Fitnessseite musste ich mich ziemlich umgewöhnen, von was ich mir eigentlich gewöhnt bin in einem Indycar. In einem Indycar hat das Auto kein Power Steering, so ist eigentlich von der Kraft her in den Armen eigentlich ziemlich beanspruchsvoll gewesen. Aber jetzt für das Formel 1 Training musste ich eigentlich ziemlich umstellen, weil der Nacken viel wichtiger ist und auch die Ausdauer. So habe ich das angefangen. Ich konnte auch ein paar Tage in einem Simulator fahren, um mich auch ein bisschen daran zu gewöhnen. Also an die Geschwindigkeiten, wie das Auto bremsen und wie es fahren sollte. Und auch das Lenkrad ist eigentlich ziemlich kompliziert für ein Formel 1 Auto. Und es nimmt auch ein bisschen Zeit, wirklich alles zu verstehen, wo alle Knöpfe und was alles macht. So habe ich das regelmäßig, jeden Tag ist das eigentlich meine Hausaufgabe, wo ich das mal anschaue. So ja, also die Sachen werden eigentlich ziemlich nah jetzt, wird immer wichtiger, weil mein erster Test sollte Ende April sein und ich freue mich riesig drauf. Also vor allem heute nach meiner Sitzprobe fühlt man sich so eigentlich ziemlich nah, das erste Mal den Motor anzulassen und ich freue mich wirklich sehr drauf. Der Test wird interessant sein, weil es ist ein komplett neues Auto, etwas, das ich noch kennt. Ich bin noch nie in einer Formel 1 vorher. So, es wird sicher ein bisschen eine Adaptationsphase kommen, aber ich denke, in 2 Tagen werden wir das schon in den Griff kommen und dann können wir dann, von dem her dann weiterarbeiten. Ja, also ich habe das Glück, eigentlich in einem C31 zu fahren, der noch die alten Motoren drin hat, wo eigentlich noch so ein wirklich schriller Sound ist. Und von den neuen Motoren eigentlich ist es ziemlich interessant. Als ich jetzt den ersten Grand Prix geschaut habe, habe ich auch gedacht, dass es ein bisschen leiser ist. Aber dann, wenn man richtig zuhört, ist der Sound auch ziemlich cool. Und ich denke im Generellen, die Formel 1, also das Jahr ist uninteressant. Vor allem das letzte Rennen in Bahrain ist wirklich cool gewesen. Für uns von unserer Seite nicht so, aber ich bin sicher, dass wir das dann wieder schnell in den Griff bekommen für den nächsten Grand Prix. Und sind sicher, dass es ein sauberes F1-Team auf Facebook und Twitter mitverfolgt, weil dann werden wir meine Schritte sehen und auch das ganze Team, wie jeden Tag der Prozess und weitergeht. So, ich warte auf euer Follow.